Hi, willkommen zurück zu Tox. Wir sind hier immer noch bei Balen im Zimmer. Theoretisch fängt dieser Part genauso an wie der gestrige. Ja, nur dass wir heute ein anderes Ziel haben als gestern. Und zwar nicht schon wieder Balens Zimmer, sondern vielleicht auch Balens Zimmer, aber jetzt in seiner Forschungsstation, in seiner Forschungsinstitution, wie auch immer. Dort werden wir heute wahrscheinlich hinreisen. Bevor wir das machen, haben wir einen Dialog mit der Überschrift Agrias letzter Schlag. What should I have done? Leia's been really sad recently. Is it about Agria? She slapped Leia's hand away, even though Leia was trying to save her. Why'd she have to be so cruel? Die leben doch alle. A little cruelty won't kill Leia. She must have struck some sort of nerve in Agria. Some part of herself that she just couldn't let go. Why are you taking Agria's side? I'm not taking her side. I just understand her is all. Ich würde sie auch gerne verstehen. I know what it's like to get trapped in a prison of one's own design. So what could we have done? If I knew the answer to that, I wouldn't have attacked you the way I did. But I do know one thing. Leia didn't do anything wrong. Yeah. Obviously. Also hat er sogar Agria eine besondere Neigung zu Leia. Und das hat sie ja auch gezeigt, indem sie ganz beleidigt hatte. Aber das war wohl für die gute Agria ein Zeichen der Zuneigung und nicht ein Zeichen der Abneigung, wie es aussieht. Interessant, interessant. Danke, Alvin, für diese Information. Was ich noch sagen wollte, und zwar, wo ging es nochmal raus? Ich bin noch im EG, oder? Ich glaube schon. Dass meine Theorie, die ich gestern hatte, mit dem Angriff von Maxwell, wieso er plötzlich Jude nicht mehr getroffen hatte und so weiter, dass das an Mida lag, dass die halt die vier großen Geister zurückgezogen hatte, weil sie in dem Moment irgendwie wohl zurückgekommen ist oder sowas. Und das wurde mir in den Kommentaren sogar bestätigt, das erfährt man wohl, wenn man Mila spielt, dann bekommt man das wohl mit, dass das passiert. Genau das, was ich da eigentlich gesagt habe, weil das war ja mehr oder weniger... das war klar, das war viel reininterpretiert, aber das war mir halt sehr deutlich, das war halt sehr eindeutig, als man gesehen hat, dass Maxwell nur noch die weißen Kugeln geschossen hatte. Na? Deshalb, ja. Ich bin sehr zufrieden, dass die Geschichte nicht in diese Richtung gegangen hat. Ist so von wegen, oh, ich bin der Protagonist und ich bin gerade, habe gerade einen ernsten Blick drauf und haha, mich kann keiner mehr aufhalten. Am schlimmsten wäre es, wenn plötzlich Jude jetzt irgendwie so ein Super Saiyajin geworden ist oder sowas. Das wäre ganz schlimm, das hätte komplett alles kaputt gemacht. Aber so ist jetzt alles noch gerettet worden und die Story ist dennoch weiterhin schön. Helioborg ist unter Attack. Oh, von wem? Gaius? What? You should turn around and leave. It's not safe here. Das ist ja diese Forschungsinstitution, wo wir jetzt hinwollen, diese Heliborg oder so. Und die ist jetzt genau jetzt, wo wir hinwollen, wird sie natürlich angegriffen. Wahrscheinlich Gaius. I just don't understand why anyone would attack the Spyrix Research Center. Außer in dieser Welt hier, in Olympius, gibt es ja auch ein paar Problemchen zwischen mehreren Fraktionen. Und die greifen gerade diese Heliborg an. Who's behind the attack? We have no idea. The attackers were using Calculatrix without Spyrixes. How is that even possible? Ah, okay, Gaius. What's that? Spirit arts produced using Spyrixes. Ah, doch nicht. If the attackers didn't need them, I think we know who they are. Moment. Die mit Hilfe von Spyrix erzeugt werden, wenn die Angreifer ohne auskommen? Ja, meine ich ja. Sounds like Gaius is already making his move. Ja. Let's go. Wieso ist... Moment, Moment. Guckt euch die Gruppe an. Fällt euch was auf? Wieso ist Alvin nicht beleuchtet? Das ganze Team ist einfach beleuchtet und Alvin, wie als würde er im Schatten stehen. Ist einfach nicht beleuchtet. Okay, gut. Das ist sehr schade, dass man Alvin nicht kein Highlight bieten möchte. Seltsame Begegnungen haben wir ein neues Gespräch. It must be shocking for the Olympians to see us using arts without Spyrix. Not so much shocking as terrifying. To us, it's as if you have supernatural powers. Hmm. But in a lot of ways, it's Spyrix technology that's more powerful. People fear what they cannot understand. That's why we're so quick to discriminate against other races and cultures. Alvin, were you scared when you first came to Risa Maxia? I was. The people seem like monsters to me. Eh?
And how do you feel now? Now? You know, some are good, some aren't. I'm glad to hear that. It sounds like young men from Olympias start out quite naive. And old men are condescending no matter which world they come from. Und noch ein Gespräch, ein weiter Weg nach Hause. So how far is Olympias from Risa Maxia? It really isn't about distance. They're, like, separated by an impassable wall. Oh, I know! Risa Maxia and Olympias are about as far apart from each other as men and women are. Natürlich, das muss jetzt... An impassable wall? Does that mean we can never go home? I won't be able to see Drizelle again? That's horrible. No, it'll be okay. After all, we're all together. You have Mila, Jude, Rowan, and even Alvin. You know they'll figure something out. That's true. You're here too, Leia. Yeah, but it's not like I'll be in. That isn't true. When you're here, everyone's happier. So sieht's aus, Leia. Du bist der Teil der Gruppe, der uns alle glücklich macht, ja? Die ganze Gruppe ist vielleicht dafür zuständig, gut zu kämpfen, gute Pläne aufzubauen, zu taktieren oder sowas. Aber keiner in der Gruppe nimmt die Rolle ein des guten Unterhalters und des guten Komödianten. Und genau du bist es. Du machst uns alle glücklich und froh und zauberst uns ein Lächeln ins Gesicht, Leia. Let's all go back to Risa Maxia together. Okay, it's a promise. Ich liebe dich, Leia. So, was habt ihr denn hier zu erzählen? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ah, meine Hüfte bringt mich um. Nein, es geht mir gut. Ich bin einfach nur zu weit gelaufen. Aha, dann stell dich nicht so an, Junge. Oh. Cutscene. Ich wollte noch etwas ändern an den Einstellungen. Und ich wollte noch Milas Klamotten ändern. So, this entire city is powered by Spyrex. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature. Or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrex. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Risa Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, eh? Maybe we Manalobliss Olympians are simply destined for extinction. Das ist die Selektion der Natur. Die Natur wählt sich die Menschen aus, die weiterleben dürfen, und der Rest stirbt aus. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind. Ja, natürlich die Selektion. Aber I have no intention of adhering to destiny's plans. Genau. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but maybe just this once. Ja, Alvin, du wirst einen großen Weg gehen, mein Freund. Ja, vom Söldner zum Helden. Also nimm das mal endlich hin. Mein lieber, süßer Alvin. Mann, ich mag mein Team. Die sind alle so toll. Am Anfang hatte ich ja das Problem gehabt, so ein bisschen mit der Gruppe zu fühlen, sie zu verstehen und sie nicht für komplett lächerlich und klischeehaft abzustempeln. Aber das hat sich mit der Zeit echt schön entwickelt und ich mag meine Truppe sehr gern. Da wurde auch letztens ein Kommentar verfasst von ein paar Parts, wo jemand geschrieben hatte, yo, Leute, welcher Charakter ist für euch so der euer Lieblingscharakter in der Gruppe? Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das ist echt schwierig, so mich auf jemanden zu festigen, zu sagen, genau der, den mag ich am liebsten. Das ist schwierig. Ich mag irgendwie alle. Das ist schwierig. Moment, Ausrüstung. Mila.
Wo war das denn hier? Genau hier. Ah, wir können aber hier auch mal die andere, die Hutfrisur anschauen. Sexy Hexy! Bei Mila sieht das gar nicht mal so schlecht aus, also ohne Hut. Bei Mila sieht das gar nicht so scheiße aus. Aber behalt lieber die normale Frisur. So, und alternative Farbe. 3, 2, 1, boom! Ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie krassere Veränderungen erwartet, aber... Ja, die Sache ist halt die, ihre Klamotten bestehen halt zum Großteil aus Weiß. Und ist halt wie bei Lea. Das merkt man so sehr nicht den Unterschied. Aber okay, machen wir mal kurz. Nehmen wir gerne mit. Und dann können wir ja noch irgendwas, vielleicht so Hasenohren machen. Nein, Hasenohren sind so schrecklich. Laufende Nase, Drachenbaby. Ein Rucksack vielleicht hinten. Koteletten, Elfenohren. Haarband. Haarband? Wie sieht ein Haarband aus? Oh, guck mal, wir machen ein Haarband. Das sieht doch ein bisschen aus wie Xenia. So. Oder wie heißt die? Xenia? Die aus der Mythologie, die irgendwas mit Herkules am Start hat. Ich weiß nicht, wie die heißt. So, gut. Wir haben, glaube ich, alles. Ich kann mal kurz in den Shop nochmal reinschauen, ob ich viel momentan zur Verfügung habe zum Aufrüsten. Ich glaube aber nicht. Ich sollte momentan ein bisschen, glaube ich, eher mit dem Zeug sparen. Waffenladen, Fisch. Und ich warte sowieso, bis irgendwann mal der Waffenladen dort mal 3 steht und nicht mal 2. Weil mal 2 ist zwar auch schön, aber mal 3 würde sich halt mehr lohnen, um einiges mehr. Vor allem jetzt in der Zeit, wo ich jetzt momentan echt nicht mehr so viele Gegenstände mehr habe zum Aufrüsten. Ich habe ja manche von den Symbolen habe ich ja fast gar nichts mehr. Fisch gehört noch zu den Sachen, wo ich ein bisschen was habe, aber der Rest stirbt langsam aus. Ja, guckt euch das an, ich könnte nur 5 Level, ne, war das 53 oder 52? Ne, 54 war das, ich könnte nur 7 Level machen, ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt. Hey, dann habe ich eine neue Waffe, eine stärkere Waffe, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich warte, glaube ich, eher lieber auf einen Dreier-Bonus oder sowas und dann rüste ich halt direkt schon mehrere Level auf, dass ich dann eine Waffe nochmal überspringen kann und somit noch einen besseren Boost bekomme als jetzt den kleinen. Ja, so, gut, wir haben neue Gegner hier, zum Glück. Ich habe gehofft, ich hatte schon Angst gehabt, dass wir hier in Olympius genau dieselben Gegner haben werden. Okay, da haben wir hinten dieselben Gegner. Da hinten schon so eine Pflanze. Läuft umher. Das ist dieselbe, die wir schon in Rizemaxia hatten. Yay. Och Mann, ich wollte mich anschleichen. Aber du bist, glaube ich, neu. Und ich hasse dich jetzt schon, weil du fliegst. Alle fliegenden Gegner sind ekelhaft. Lichtschwäche? Okay. Wow, das war ein 1A-Sprung, oder? Demon Fang. So, weg mit dir, Vogel Nummer 1 ist weg. Wir können jetzt auch mal... sie kann ja jetzt die Arts benutzen, ne? Die vier großen Geister benutzt. Habt ihr das gerade gesehen? Sie hat gerade Sylphe beschworen. Yeah, ich habe ganz viele Gegner auf einmal getroffen. Not bad. Dankeschön. Ja, wir müssen noch das Mystic Arts von Rowan probieren. Das müssen wir noch testen. Aber bevor wir das machen, kurz mal. Gruppe. Moment. Arts. Und dann möchte ich einmal kurz dich auf automatisch stellen und dich auf manuell stellen. Und dann möchte ich gerne. Warte. Udine ist nach unten, Sylphe machen wir mal nach links, rechts, Ifrit machen wir nach oben, ja, und Gnome machen wir ganz normal, so. Gnome war das süßeste von allen. Und, wer war nochmal Wind? Sylphe, Udine ist Wasser, dann hat sie gerade Udine beschworen, nicht Sylphe. Sylphe oder Sylph, die und Gnome, das sind die beiden süßesten, weil Sylph sieht so süß aus, weil sie so eine Fliegerbrille hat. Das sieht irgendwie voll süß aus. Und Gnome ist so ein kleines Etwas, was auf so einer großen Kugel sitzt. Das sieht auch mega süß aus. So, aber was jetzt interessant wäre, können wir diese ganzen Sylph und Udin und Ifrits irgendwie mit irgendjemandem kombinieren? Sieht nicht so aus. Nee, können wir alles gar nicht. Nee, Moment, dann machen wir mal so. Pass auf, wir machen dann mal so. Wie wechsle ich denn nochmal rüber? Ach, guck mal, sie... Hat sie nicht? Ach doch, hat sie. Ich wollte schon sagen, hat sie nicht ein zweites Set, aber hat sie. Mach mal lieber hier alle. Ifrit. Gnome. Sylph. Oh, mein Handy ist auf Lautstärke an. Perfekt.
Das ist sehr schön. So. Hier Udine, Udine, wie auch immer. So, und dann hier ganz normale Fähigkeiten. Ich habe dort irgendwas gelesen von Donnerklinge, dass ich das mit irgendjemandem kombinieren konnte. Ich habe dort irgendwas gelesen von, ja, Windlands, dann kommt Final Gale wahrscheinlich. Arrivederci habe ich was gehört. Nach oben und Kreis. Ja, wir finden da wahrscheinlich schon irgendwas. Ich mach mal zwei Artangriffe und zwei physische Angriffe. Nehmen wir mal Klingenstrom und noch die Totenglocke. Ja, machen wir mal das hier, so. Gut, wir haben beide Artangriffe, kann ich beide aufladen. Okay, gut, Donnerklinge und Arrivederci, merken wir uns. Merken wir uns nicht, habe ich schon vergessen. Ist jetzt, Moment, da machen wir auch gleichzeitig auch. Alter, ich habe doch mein Handy gerade auf lautlos gestellt. Wo ist dein scheiß Problem? Ich werde gerade von irgendjemand verfolgt. Moment, was ich noch ändern wollte ist, so. Zwar müsste ich jetzt Mila dennoch im Kampf führen, weil sie die einzige gerade auf manuell gestellt ist. Aber ich möchte sie jetzt auch so führen. Wenn ich schon sie gerade im Kampf benutze, dann werde ich sie auch so jetzt hier benutzen. Ja. So haben wir jetzt eine schöne blonde Aussicht. Ganz viele Haare im Gesicht haben wir jetzt. Yeah. So, dann kommt mal jetzt her. Und zeigt mal, was ihr drauf habt. So. Sind die Schweine neu? Ich kann sie nicht bewegen. Ich kann sie nicht bewegen. Ich verstehe immer noch nicht dieses System mit den Wechseln. Sie ist doch die Einzige, die gerade auf... Sie ist doch gerade die Einzige, die auf... Das geht dann wohl nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn vor dem Kampf auswählen, dass sie die Anführerin ist? Ich dachte, wenn alle auf automatisch gestellt ist, außer deren, die nicht spielen will, auf manuell gestellt ist, dann kann ich ihn spielen. Aber wie es aussieht, doch nicht. Dann muss ich alle auf automatisch stellen, bis auf Jude, und dann innerhalb des Kampfes wechseln und dann geht's. Ich verstehe es nicht. Boah, ist die langsam. Boah, ist die langsam. War das mein Art? Nice. Boah, ist das komisch, mit Mila zu spielen. Die ist ja voll langsam. Hey, 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 Schweinchen, beruhig dich. Da ist ja noch einer. Die ist voll langsam. Ignite Terror! Dieser fette Strahl von ihr, ey, das ist unglaublich. Moment, wir testen mal. Wie ging das nochmal? Fuck. Ich wollte mal die großen Geister testen, jetzt habe ich vergessen, wie das geht. Wofür ich die Tasten nicht gelegt habe. Das ging so schnell, dass ich es vergessen habe. Ah ja, genau, auf die L-Tasten. Ich war wieder komplett brain dead. Da ist ein Piratenschatz! Die Piratenschätze sind sogar außerhalb von Rize Max ja verfügbar. Monokel! Alter, das ist ja sowas von Rowan, meine ich. Also sowas von Rowan, das wäre, glaube ich, genau für ihn. Ein Monokel, das hat ihm gefehlt. Wobei, ich glaube, Monokel wird nicht so sehr gut zu ihm passen. Weiß nicht. Er ist nicht eher so der Butler mit einem Monokel. Er ist eher so ein, ja, weiß ich nicht, wie nennt man solche? Ja, keine Ahnung, das würde nicht irgendwie zu ihm passen, zu seiner Charakteristik, finde ich. So, weil Monokel ist immer irgendwie so, das passt eher so zu Leuten, so ein bisschen, die so ein besserwisserischen Charakter haben. Das ist halt Rowan nicht. Mila? So, jetzt beschwören wir mal. Bitte mach mal das weg. Ich will mal meinen Geister sehen. Ifrit! Nice. Das sieht ja super aus. So, und jetzt? Nein. Who's next? Da ist Sylph gewesen. Habt ihr gesehen? Die Kleine. Okay, ihr habt sie nicht gesehen. Sie war hinter dem schwarzen Zeug. Aber gleich bestimmt beim nächsten Kampf sehen wir sie. Ich möchte sie euch gerne zeigen. Wir haben zwei Gespräche gerade am Start. Machen wir erstmal den Vogel, dann kümmern wir uns um die Gespräche. So, jetzt aber. Nach unten war Udine. Oh, ich bin wieder... Oh, ich vergesse mal, dass ich erst wechseln muss. Da war gerade kurz Udine. Da ist Udine. Ein Wasserstrahl. Hör auf, Udine.
Da ist Sylph! Da die kleine Süße! Die ist so süß! Nein, Moment. Hallo, hör auf! Oh, der ist auch so süß, der Kleine! Okay, im nächsten Kampf werden wir gleich Rowans Mystic Art einsetzen. Wow. Wem gehörte gerade der Angriff? Da waren so ganz viele schwarze Schwerter. Wem gehörte das? Sah nach Elise aus. So, machen wir erstmal die Gespräche und dann Rowans Mystic Art, okay? Das ist der Plan. Is this another one of Ifrid's arcs? What's it doing on Olympias? There are words appearing on it. My name is Ifrid. I'm an explorer seeking a foreign world known as Risa Maxia. When I depart for it, I will gather the treasures I've collected in my adventures on Olympias and place them in arcs near my hometown as a gift to the next generation of adventurers. Huh. So Ifrid was an Olympian. He must have found some way to cross the schism to Risa Maxia. And then he never made it back to Olympias. Never figured there'd be someone else besides you guys crazy enough to go running off to other worlds. Well, let's pay our respects to our predecessor and help ourselves to his loot. All diejenigen, die vielleicht nichts mit dem Namen anfangen können, das ist ja der, glaube ich, der die Piratenschätze versteckt, oder? Die wir jetzt überall hier finden. Teamplayer. Our last battle was a little too close. Naja, es geht. Agreed. If Jude hadn't been there to save us, it would not have ended well. You have my thanks. Sure. Even in the midst of combat, you really do look out for others. But taking your focus off your opponents like that could land you in an early grave. I guess it could. Of course, I wouldn't want to fight with someone who didn't give a damn about me either. So keep up the good work, champ. Will do. So in other words, you only want to fight with people who are willing to die young. No, you got it all wrong. I only want to fight with people who are willing to help me die old. gut, machen wir kurz schon mal Rowan bereit. Nein, das war falsch. Ich brauche Art. So, Rowan. Machen wir wieder ganz simpel, ne? Hallo? Achso, solange er nicht in der Gruppe ist, kann ich ihn umwechseln. Dann machen wir mal kurz Alvin raus. So. Und jetzt müsste es gehen, oder? Art. So. Jetzt kann ich wechseln. So, dann machen wir hier wieder entfernen. Machen wir es wieder so wie gewohnt. Hier ganz normal das hier und nach oben irgendwas, womit ich irgendwas kombinieren kann. Das hier. Das kann ich mit Jude kombinieren. Dann kommt Ignis Crush. So. Ja, nach oben Kreis. Moment. Doch, ich bin in der richtigen Leiste. Nach oben Kreis und dann Flutwelle mit Kreis. Gut. So. Let's go. So, direkt auf Rowan wechseln. Ich kann nicht auf Rowan wechseln. Ach, er ist gerade immer noch auf automatisch gestellt. Manuell gestellt. Es ist so, wie ich in den Kommentaren das verstanden habe, wenn irgendwie noch ein weiterer Charakter außer Jude auf manuell gestellt ist, dann versteht das Spiel wohl eher das so, dass ihn der zweite Spieler spielen möchte. Weil man kann ja das Spiel bis zu 4 Spielern spielen, wenn man 4 Gamepads hat. Ich glaube zu 4, oder? Oder nur 2? Auf jeden Fall mit mehr als nur einem. Ja, und dann versteht das Spiel irgendwie das wohl so, dass der zweite Spieler da jetzt mitspielen will. So, jetzt bin ich... Das war falsch. Ich muss mich mit Jude kombinieren. Ich sterbe. Ich bin tot. Das ist sehr gut. Ich wollte nur mein Mystic Art probieren. Mila ist gerade versteinert. Wieso setzt er den Scheiß nicht ein? Hä? Bist du irgendwie... komplett stehen geblieben in deinem Leben? Ach, nach oben Kreis. Ups. Sie lassen mich gar nichts machen. Komm, wir machen das auf dem nächsten Kampf. Wir machen im nächsten Kampf. Sonst hab ich gleich ein Problem. Sonst sind die Gegner gleich tot und ich kann wieder das Rad nicht benutzen. Machen wir das im nächsten Kampf. Alter, der ist ja noch langsamer. Ich habe alles richtig gemacht, als ich mit Jude immer gespielt habe. Die sind ja alle super langsam. Wenn Rowan einen Geisterart gewirkt hat, kannst du es mit Hilfe einer Taste oder eines Sticks wieder weiter beeinflussen. Der Effekt und die Steuerung hängt jeweiligen Art ab. Die Aktion kostet eine bestimmte Menge TP. Oh, interessant. Er kann also dann noch das Art hin und her schieben, oder was? Interessant.
So, ja, jetzt nochmal bitte. Jetzt aber vernünftig. Jetzt bin ich schon richtig eingestellt. So, dann mit Jude kombinieren. So, kurz weg. Und jetzt... Es hat nicht geklappt. Wieso auch immer. Schieß doch los, Junge! Geh doch weg von mir! Was bringt dich dazu, mich unbedingt anzugreifen? Ich hab dir nichts getan. Ich verstehe es nicht. Muss ich damit treffen, damit ich mit Jude scheiß Ignis Crush einsetzen kann? Oder wo ist das Problem? Nö. Jetzt! Wow, das war aber spät. Schieß doch los, Rowan! Grand Finale! Very impressive. You too. I believe we show great promise. Very impressive. Meine Worte. Psychoentzug. Die betroffene Figur verliert des Kampfes nach und nach TP. Der Effekt Physioentzug bleibt nach Ende des Kampfes bestehen. Du musst. Ja, gut. Ekelhafte Scheiße. Wow. Nie wieder Rowan. Nein. Es ist sehr seltsam, Rowan zu kontrollieren. Also, der spielt sich halt nicht mal annähernd wie Jude. Also, jetzt zum Beispiel Mila hat sich wenigstens ein bisschen wie Jude gespielt, aber Rowan war ja komplett andere Welt. Das war ja komplett andere Welt. Das war eine komplett andere Welt. Das war gerade sehr seltsam, mit ihm zu spielen. Vor allem, dass er so lange braucht für die Arts, sie zu beschwören. Das mit Jude ist alles so schnell. Er schlägt nicht nur schnell drauf, er zack, Art draußen. Ja. Und der braucht ja ewig. Ja, okay, bei Mila war das aber auch so. Das ist wahrscheinlich bei Geisterarzt normal so. Weil bei Jude kämpfe ich ja nur mit physischen Arts. Ja, und die gehen dann sofort raus. Und bei Geisterarzt, also Magieangriffen, ist das dann wohl normal, dass man die eine Zeit lang erstmal castet. Ja. Bevor man sie dann raushauen kann. Bei Mila war es ja auch ein bisschen langsamer, aber bei Rowan war jetzt nochmal 10-mal so langsam. Es war ja super langsam. Vor allem gerade sein Arcane-Art, dieses, womit ich damit dann in das Mystic-Art wechseln konnte. Das hat ja ewig gedauert, wie lange er dort stand und das geladen hat, aufgeladen hat. Das war ja ewig. Aber jetzt weiß ich auch, dass das sein Angriff ist. Also ich habe das schon öfters im Kampf gesehen, dass das ganze Feld mit so blauem Wasser gehüllt war. Das war also immer sein arkanes Art. Interessant. Interessant. So. Ist ein schönes Art, weil es so riesig ist, ne? Das bedeckt das ganze Feld und trifft alle Gegner. Der ist sehr praktisch. Ja, wir rennen mal kurz nur durch, damit wir noch ein bisschen, Story hier haben. Ja, renne ich mal durch. Ich werde dann wahrscheinlich morgen vor der Aufnahme nochmal hier kurz zurückgehen und alle Höhlen nochmal durchgehen, alle Kisten nochmal kurz looten. Und jetzt rennen wir mal noch kurz durch, damit wir noch zum Abschluss ein kleines Story-Segment haben. Und ja. So. Bitte lasst mich durch. Bitte lasst mich durch. Das ist schon ein Speicherpunkt. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier ein Boss-Gegner kommt. Wenn doch, dann haben wir ein Problem. Ihr wisst ganz genau, was danach kommt, wenn jetzt ein Boss-Gegner kommt, oder? Speichern bitte. Ich habe Angst. Schluck Käfchen. Ah, so. Und rein. Da ist die Helioborg. Helio, okay, das kann ich mir merken. Das ist wie Helium. Helioborg. Das sieht halt genauso aus wie ein Raschuball. Genauso wie aus wie ein Rizomaxia. Von dem Stil her, oder? A Spyrex casing. This looks like a storage space for Spyrexes, but the contents are destroyed. Did Gaius do this? Whoever it was leveled the larger facilities and warehouses, but left the other buildings intact. In other words, their goal is not an invasion or to wipe out the military.
Leela. We should hurry and look for Balin. Sie hat das erkannt. Sie hat die Sorge in Alvin erkannt. Interessant. Right. Auch wenn sie Alvin nicht mag, macht sie sich doch Gedanken. Gut, Das ist also die Helioborg. Ich bin gespannt, auf was wir dort treffen. Und ich bin vor allem immer noch gespannt, die Frage im Kopf ist. Wird Gaius wirklich der Ente-Bösewicht in diesem Spiel sein? Wird wirklich Gaius unser ganz großes Problem sein? Oder wird sich noch irgendjemand hier in Olympius Gaius gegenüberstellen und ihn noch bezwingen? Weil es muss doch irgendjemand noch hier geben. Kann doch nicht sein, dass Gilland der Anführer der Exodus war. War er definitiv nicht. Und wir haben Exodus nicht besiegt. Weil als die Leute kamen und gesagt haben, bist du Gilland von Exodus? Es klang nicht so von wegen wie, ach Gilland, unser Anführer, unser Chef. Ja, das klang nicht so. Das klang eher so wie ein normales Mitglied bei Exodus. Und es gibt irgendwas Größeres noch bei Exodus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Exodus noch lebt und noch existiert. Und dass da noch irgendwas Großes auf uns warten wird, neben Gaius und Musée. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder pünktlich um 17 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Macht keinen Unsinn. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.